nehmen es nicht so genau, was ich da sage. Oh Mann. Ja, wenn ich das sehe, da meine Freunde haben da überhaupt nichts mehr hingelegt. Jetzt tue ich das hier noch ganz, ganz alleine reißen. Oh Mann. Aber so ist das manchmal. Nächste Aufgabe. Here you will drive a section with consecutive tight corners. Make sure to execute what you have learned so far. Because many of the corners are tight, entering the corner too fast and going too wide as a result will cause you to lose time. Be sure to reduce speed properly before entering the corner and control your orientation and speed when you enter the small jumping spot along the way. Ja, dann. Probieren wir mal. Langsam, knapp zumindest. Also eine 23,4 ist unser Ziel, okay. 23,3. Sind wir jetzt schon bei 23,9. Okay. Da geht noch was. Da geht definitiv noch was. Ei, das macht uns natürlich ziemlich langsam. So, wo muss ich denn drücken, damit ich hier... Ne, das sind die Kameras. So. Wo komme ich denn raus hier? Da. Oh je. Yeah. So, erneut versuchen. Wisst ihr was? Ne. 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 Nicht mit mir. Nicht mit mir, Freunde. Ja, da können andere, aber ich nicht. Nein. Ah. So. Ich glaube, wir kommen dem Ziel immer näher. Was haben wir jetzt denn da? Das sieht nach Asphalt aus. Let's try drifting, where you go around corners while intentionally sliding the tires.
The lesson will start in the middle of a drift, so apply countersteer immediately to avoid spinning out. Also use the throttle at the same time to control the amount of tire slide. Be careful of running off the track, as this will reset your drift points to zero. Oh Gott. Also zumindest sind wir sollen den Drift machen und wir sind mitten im Drift, wenn die Steuerung einsetzt. Okay, sprich, ich muss als erstes Rad gegenlenken. Das war jetzt aber einfach. Ja, einfach ein bisschen Glück gehabt, oder? Aber wir machen, guck mal, wir kriegen das da hin. Das tun wir noch ein bisschen. Oder so. Wieso war das denn? Boah, Alter. Das Lenkrad ein bisschen aufpassen, ne? Okay. Wir haben es noch nicht im Griff. Wir haben es noch nicht im Griff. Lassen das. Gold ist Gold. Nehmen wir gerne mit. Und dann haben wir das. So, und dann. Ihr seht ja selber, was jetzt kommt. Zeitrennen über eine Runde. Und. Das gucken wir uns mal an. By now you should be able to not only drive on a circuit safely, but also have the skill to shorten your lap times. Utilize all the knowledge you've picked up so far in a one-lap time attack around a track. Die Strecke nicht. Das kann lustig werden. Meine ist jetzt selber, also die angesetzte Goldzeit ist eine 1,49. Dann haben wir eine 1,51 für Silber und 1,55 für Bronze. Und der fährt eine 48. Okay. Puh. Wir probieren einfach mal das Beste draus zu machen. Da ist dann wahrscheinlich werde ich zig Versuche brauchen.
zum Beispiel nicht. Man sollte vielleicht auch noch im richtigen Moment bremsen. Bronze haben wir schon mal. Ui, Trophäe erhalten. Die Entdeckung ihres Talents. Aber wir machen es nochmal. Silber. Und jetzt fehlen nur noch Zeitspäne. Ja, Zeitspäne ist gut, also 1,4 Sekunden. Aber wir haben uns jetzt schon mal um 3 Sekunden verbessert. Von daher, ach, Chakalaka. Boom, Chakalaka.
Nee. Nochmal. Und nochmal. So sieht das aus. Genau. So und nie anders. Interessant. Da hat mein PSN-Kollege da tatsächlich eine Zeit gesetzt, 0,3 noch schneller als ich. Das ist durchaus eine Sache, die ich noch in Angriff nehme. Säuli, gell? 0,3. So, das heißt Folgendes. Fahrschule, Mittel 3 abgeschlossen. Sie haben ein Geschenkauto erhalten. Mewusa Bugatti Vision Gran Turismo. Ja, wenn das nichts ist, dann sagen wir noch nicht nein. Meilenstein erreicht. Prozent der Fahrschule sind abgeschlossen. Haben Sie dies schon ausprobiert? Arcade oder Arcade. Erleben Sie Rennen gegen KI-Gegner oder unternehmen Sie VR-Fahrten? Auch das werden wir natürlich noch ausprobieren. Ich habe eine PlayStation VR, eine PSVR habe ich da, jetzt aber nicht angeschlossen. Von daher werden wir das durchaus bei Gelegenheit dann nochmal ausprobieren. So, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt raus aus der Fahrschule, denn, hallo, ich sagte gerade, geh raus aus der Fahrschule. So, oh. Unglaublich, meine, sicherlich, gelb, wenn man dort oben den Kreis sich anschaut, ja, gelb heißt Gold. Silber, Silber und Rot ist, glaube ich, Bronze. Und von daher habe ich durchaus noch so einiges vor mir. Aber als nächstes gehen wir erstmal dann als nächstes in die Missionen rein. Aber das ist natürlich nicht mehr die Fahrschule.